Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück auf Hof Hirschfeld. Und ja, ihr seht es mir an, das Grinsen steht mir ins Gesicht geschrieben. Das liegt daran, dass wir in dieser Folge das Zuckerrohr runter haben. Ne? Also ich muss dann noch aufräumen, natürlich, das kommt dann in den späteren Folgen. Und ich hatte ja gesagt, da muss Baumwolle rauf. Wartet ihr alle drauf, das Zeug muss verkauft werden und hin und her fahren. Aber alles Schall und Rauch. Ich schließe heute hier Zuckerrohr ab. Das dritte Mal auf Hof Hirschfeld und damit das letzte Mal. Es wächst jetzt nicht mehr automatisch nach. Von daher ist es das dann gewesen. Ihr seht das auch hier, das geht gerade noch so ein bisschen langsam voran. Aber das wird auf jeden Fall, sind nur noch so ein paar Bahnen. Ne? Einer steht hier schon fertig, der ist schon durchgefahren. Ich habe da vorne das Güllefass schon hingestellt. Da habe ich ja gesagt, dann möchte ich auf jeden Fall hier einen Kurs mit Gärreste nachtanken machen. Und da hinten steht auch ein Abfahrer auf dem Feld, aber den lasse ich einfach stehen. Den räume ich nachher in Ruhe weg. Aber das kommt jetzt hier. Guck mal, da steht auch einer, der steht ein bisschen quer. Ja, da müssen wir uns so ein bisschen ranhalten, ne? Dass wir denen zeigen können, wie das zu laufen hat. Ich weiß nicht, kommen die noch vorwärts oder sind die schon... Ja, irgendwie fahren sie noch vorwärts, aber ich weiß nicht, wo der wirklich hin will. Ja, das ist natürlich... Ich versuche den mal ein bisschen umzusetzen. Aber ich habe keine Ahnung, welche Bahn der hier einnehmen möchte. So, dann fahren wir. Gucken, was er tut. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt den Wegpunkt hat. Hat der eins links? Ne, der hat zwei rechts. Wo will der denn da fahren? So, gar nichts. Eins links, mein Freund. So. Machen wir es mal so. Oh, was hinkriegt. Ach, weißt du was? Komm, können wir noch einfach gucken, ob der links mitkommt. Der scheint mitzufahren. Ah, das Stück hier halt ebenso. Wenn es daran liegen sollte. Jetzt ist es auch egal. Jetzt freue ich mich tatsächlich nur, dass es irgendwie ein Ende findet. Und Cosplay und ich nicht vollständig das Gesicht verloren haben. Das mögen manche Leute anders sehen, aber ich finde es tatsächlich jetzt gerade gar nicht schlecht, wie das hier gelaufen ist. Auch mal, den wollen wir auch noch mitnehmen, ne? So, komm, wir fahren mal hier vorne noch rum, das nehmen wir auch noch mit. Ein paar Meter können wir da noch abtanken. Abgrasen. So, jetzt tankt er hier noch ab und dann sagen wir mal den Abfahrer wegschicken. Ja, dann nimmt er nochmal 11. Mein Gott, das ist ja wirklich unglaublich. Aber gut. Was soll's? Ich stelle ihn jetzt hier da vorne noch daneben. Kann mir keiner die gute Laune heute nehmen, aber wirklich nicht. Das war hier weg, das sieht einfach schöner aus, ist auch egal. Oh. Läuft hier, ne? Ah ja, gut. So, dann wollen wir doch mal schauen, was hier die anderen machen. Ein bisschen unsere Drohnencam anmachen. Ja, ich hatte hier extra noch einen zweiten, also deswegen sieht das so komisch aus. Ich habe noch einen zweiten auf die Bahn gestellt, der oben schon durch war. So, dass die hier ungefähr gleich fertig werden. Das müsste ja jetzt dann gleich passieren. Ja, das ist ein schöner, gechillter Abend, so soll es laufen.
Aber den Abfahrer da vorne kann man auch schon wegfahren eigentlich, ne? Komm, lassen wir den ein bisschen fahren, dann machen wir den schon mal sauber und bringen den zurück zum Hof. Ja. Ach, da ist noch was drin, guck mal. Natürlich ausladen. Ach, ich habe den LKW auch nicht mehr angestellt zum Wegfahren, ne? Das kann ich eigentlich auch noch mal tun. Ah, fahren wir mal schön Innenansicht jetzt weg hier. Ach, guck mal, da kommt da noch ein Abfahrer. Ja, da vorne, ne, steht schon der John Deere zum Baumwollernten. Aber da muss natürlich auch nachher noch erst wieder was drauf. Das ist der LKW oder einer von den beiden. So, der ist leer. Und steigen wir in den LKW, gucken, ob wir den starten können. Zuckerrohr zum Getreidespeicher. Ist das denn noch das Beste? Aber ich, ist auch egal, ne? Zuckerrohr hier. 410 immer noch beim Getreidespeicherzentrum. Ja, dann geht das weg. So. Aber da vorne stand auch noch irgendwo ein LKW. Ich glaube, der steht da oben, ja. Dass wir den auch direkt weiterfahren. Dann sollten wir eigentlich die wichtigsten wieder im Laufen haben hier, ne? Abfahrer einstellen. So. Da kommt schon der nächste LKW angeflogen. Aber wir wollen den hier wegbringen. Klar, kann ich auch vom Cosplay fahren lassen, aber oh, gemütlich hier heute Abend. Machen wir selber. Hier links muss auch wieder eine Halle hin. Da hatte ich so einen Unterstand, aber den habe ich, glaube ich, rausgenommen. Hatte bestimmt auch Gründe. Soll man einen anderen Unterstand hinstellen. Ja, die fahren immer hier gegen die Ecke, ne? Guck auch immer, was hier so holprig ist. So habe ich den nicht eingefahren. Ah, da rollt der Rubel. Jungs, macht ihr hervorragend. Gibt auf jeden Fall eine Prämie später. Jetzt ist aber auch ein bisschen zu schnell die Musik, machen wir als nächste. Ach guck mal, hier steht die Optiline auch noch rum. Komm, bringen wir den mal eben weg. Er hat ja eigentlich auch nichts mehr zu suchen, ne? Wieder ins Logistikzentrum zurück. Stech den noch ein. Stellen, ne? Oh Leute, ich habe vor kurzem gesehen, einen Optiliner hier, der ist, also da hat jemand was gemacht, erstmal nicht verwerflich ist, der hat den Optiliner genommen und hat da na, hier Bild auf der Seite gebaut. Alles gut, mache ich ja ständig, ne? Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das tut man nicht. Die veröffentlicht man dann nicht, ne? Weil der Optiliner ist von No Name, ne? Von der Alice Mod Company, der hat auch beim Hot Tub das eingestellt und das ist explizit für die private Nutzung gedacht. Ne, da kann man was mitmachen und da ist das gut, aber man darf den nicht selber nochmal irgendwie verändern und dann einstellen ohne seine Erlaubnis. Das tut man einfach nicht. Und da ist wirklich ein Modder hingegangen und hat, Modder in Anführungszeichen, ne, und hat einfach nur ein Bild auf die Seite gemacht von Klaas und hat den publiziert. Kann ich nicht haben, das finde ich echt nicht gut. Also sage ich euch ganz ehrlich, macht das bitte nicht. Fragt die Modder da erst nach. Wenn ihr das Ding selber baut, wenn ihr 3D-Artist seid und das Ding komplett von Anfang an durchbaut,
euch das Original vornehmt und vielleicht sogar von dem Hersteller Pläne kriegt und danach das Ding fertig macht. Bin ich vollkommen dabei, ne? Ist alles gut, dann natürlich könnt ihr das dann publizieren, aber da stecken hunderte und tausend Stunden von Arbeit drin und finde ich das nicht gut. Habe ich auch entsprechend tatsächlich kommentiert. Ne, das gehört sich einfach nicht. Ja gut, das drin Cash. Ach so, ist kein Zuckerrohr mehr da, oder was? Oder haben die jetzt das falsche Weizen? Ja, alles klar. So. Zucker, Rüben, Zuckerrohr. Ah, da geht's auch los. Dann hat der das auch, ne? Guck mal, wie dreckig die geworden sind. Die Elfen machen die auch nicht richtig sauber. So. Wie sieht's denn auf dem Feld aus? Nicht mehr so arg viel los, ne? Wieso steht der jetzt hier daneben? Wieso hat der noch was abgeladen? Echt, hast du dir den jetzt gesucht? Das ist der einzige Abfahrer, glaube ich, eingestellt habe, der freie Wahl hat. Naja. Soll auch okay sein. Fahren wir mal neben den nach vorne. Ach, aber guck mal, der hinten, was auch immer der macht, der rotiert da irgendwie. Kann mich jetzt nicht mehr schocken, ne? Echt nicht. Wenn wir die letzten paar Meter tatsächlich noch mitfahren, alles gut. Hauptsache, das Zeug kommt runter hier. Ach ja, und wenn ihr mal Zuckerrohr haben wollt, ne, kommt hier aufs Feld, da könnt ihr euch ein bisschen was abknicken und selber vielleicht für zu Hause, ne, ein bisschen Zucker produzieren oder was auch immer. Da kann man bestimmt auch toll mit basteln. Ne? Zuckerrohr ist ja durchaus wahrscheinlich auch ein sehr vielfältiges Ding. Also schneidet euch die Dinge ab. Ne? Jetzt könnt ihr hier auf dem Feld den Rest frei runterholen. Also kennt ihr das noch? Von früher? Ich weiß, bei uns war das immer so, nach der Kartoffelernte sind viele immer noch hingegangen und haben dann so die Restkartoffel aus den Boden geholt, ne? Hat jeder so eine Gabel noch irgendwie dabei. So eine Gräb nennt die sich hier im Niederrhein. Und ja, dann haben wir noch Kartoffeln aufgesammelt. Das sind die leckersten, ne? Frische Kartoffeln direkt vom Feld ab in den Topf. Schale natürlich dran lassen, ne? Die schrubbt das schön sauber. Und dann kommen die mit Schale in den Topf. Herrlich. Hat mir auch mal tatsächlich ein Kartoffelbauer erzählt. Die essen Kartoffeln ganzjährig mit Schale. Habe ich auch mal versucht, geht auch, ne? Kann man machen, das ohne Frage. Kartoffeln kannst du immer mit Schale essen, da sind ja wohl auch die wichtigsten Vitamine und sowas alles drin. Aber im Winter, muss ich zugeben, irgendwann Winter, Frühjahr, wenn die frischen Kartoffeln noch ein bisschen älter werden und die Schale dicker, dann ist es nicht mehr meins. Dann ist es dann doch ein bisschen zu viel, dann schäle ich sie doch. Aber ich habe wirklich angefangen, relativ lange Kartoffeln ohne Schale zu machen. Meine Kinder essen die auch. Ohne Schälen zu machen, also mit Schale. Probiert es mal aus. Also wie gesagt, man kann Kartoffeln relativ lange, gerade wenn ihr die auch vom Discounter kriegt, denn da sind die ja meistens auch noch frisch, natürlich nicht immer aus Deutschland, da könnt ihr die relativ lange noch essen, komplett mit Schale. Also trifft ja genau mein Ding, ne? Zum einen gesünder und zum anderen viel effektiver. Was macht der denn hier? Ach, da kommt noch einer von hinten, der will hier auch nicht. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich so umgeschoben werde. Ja, dann mach du das halt. Wenn du so drauf, so heiß drauf bist. Fahr ich hier den neuen weg. So, und warum stehst du hier? Guck mal, ist Zuckerrohr jetzt leer? Ja, tatsächlich, das war wahrscheinlich jetzt. Nö. Ja, aber das haben wir vielleicht nicht hier im Lager, ne? Na, gucken wir mal.
So, aber der ist leer, den kann ich aber wegfahren. Aber warte, guck mal eben, ob der... Ah, der lädt aber noch fleißig voll. Okay. Ja, dann hat er einfach nur zufällig beim Beladen angestanden und nicht gewartet. Guck mal, fahren wir den auch schon direkt wieder weg. Gefühlt würde ich sagen, ist der Cosplay-Kurs ein bisschen verrückt. Vielleicht ist es deswegen auch, dass das hier so ein bisschen... Uiuiui. Er kennt das nicht. Hüpfen auf Hofhirschfell, ne? Aber nicht zum ersten Mal. Oh nein, jetzt machst du aber... Jetzt habe ich wirklich nicht aufgepasst. Ja, denkt euch einfach, das ist rausgeschnitten, ne? Ja, schöner als sauber machen. Aber wollen wir zum Feld zurückgehen und gucken, wie weit die sind? Schon interessant, ne? Ach, guck mal, der ist fertig, oder? Ja, der fährt nur noch die Bahn ab, also der würde jetzt wahrscheinlich nur noch bis oben durchfahren. Pass auf, dann machen wir mal hier so. Nehmen wir das Stückchen hier noch mit. Und dann ist es aber das letzte, liebe Leute. Wir sind durch. Zuckerrohr ist runter. Hier, sayonara, Tante Clara. Um es mit den berühmten Worten zu sagen, liebes Zuckerrohr, bye bye und ade. Ja, also ich gebe zu, das wirkt auch ein bisschen wie Schadenfreude, ohne Frage. Ich würde sagen, Abfahrer geschickt, so. Zuckerrohr ist besiegt. Dreimal Zuckerrohr sind drei, ne, für die, die es nicht wissen. Drei Stufen wächst das wieder nach. Das heißt also, ihr könnt Zuckerrohr ernten, das wächst dann automatisch wieder nach. Aber soweit ich weiß, nur drei Stufen. Und solange wir hier dran waren, behaupte ich auch, das stimmt. Weil hier jetzt noch nichts wieder nachgewachsen ist. Und das haben wir hier gemacht, auf diesem Riesenfeld. Mit den verrücktesten Aktionen, kann ich euch sagen. Ne? Standardhelfer, bevor es Cosplay gab, habe ich damit angefangen. Dann... Erste Runde, also da habe ich dann irgendwann aufgehört, die Dinger hier einzusetzen mit den Standardhelfern, weil die auch nur Ärger gemacht haben. Und dann bin ich tatsächlich losgezogen und habe mir irgendeinen Mod gesucht, so einen Häcksler, so einen Big X-Häcksler, der das auch konnte. Und habe den dann dafür verwendet. Dann erste Runde Cosplay mit ganz vielen Themen, ne? Das, ganz viele Sachen, die gegeneinander, übereinander fuhren. Das war echt anstrengend. Und damals mit drei oder mit zwei. Ich glaube, ich habe mit zwei Erntern und drei Abfahren oder vier Abfahren gemacht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe tatsächlich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ja, und dann jetzt hier diese Aktion. Fünf Abfahrer, vier Ernter. Das war schon ein grandioses Ding hier. Finde ich. Was läuft denn? Oh, er ist aus. Was läuft denn hier noch? Er läuft noch. Achso, aber den können wir auch sofort abfahren stellen. Ne, Drescher sagt nicht, du sollst anhalten. Fahrer entlassen. So. Aber du vorne hier, du sollst jetzt wegfahren. Sofort abfahren. Aha. Geht doch. Naja, geht doch nicht. Echt, in welchem Verkehr steckst du denn jetzt fest? Jetzt auf einmal achtest du auf die Kollision von anderen, oder was?
Naja, so ist es. So, jetzt ist tatsächlich die Frage, bevor ich hier Gülle rauffahre, müsste ich ja eigentlich einmal grubbern oder sowas, ne? Ja, soll ich das erst einmal untergrubbern? Hier steht auch noch was. Macht irgendwie auch Sinn, ne? Ja, dann hole ich mir gleich erstmal einen, der grubbert, dann kann einmal Gülle draufgefahren werden. Ich weiß nicht, ob das gekalkt werden muss, das gucken wir uns dann an. Aber wir bereiten das jetzt ordentlich vor für die nächste Ernte. So. Guck mal, können wir den dritten auch hochfahren? Da habe ich eigentlich gerade einen Screenshot. Ich wollte einen Screenshot machen eigentlich, ne? Da bin ich wieder abgelenkt. Ich freue mich so. Aber fahre ich die hier mal eben rein? Oh nein, nicht so weit. Zack, zack. So. Ach komm, der steht auch schon wieder bereit daneben. Passt es denn so? Passt es, ne? So, Abfahrer entlassen, Kurs löschen. Fahren wir den doch auch schon mal zurück hier. Auch ein schöner Traktor. Schon die Sämaschine, die sollte passen für Baumwolle. Ich muss zugeben, dadurch, dass ich so lange Zeit Hof Hirschfeld pausiert habe, was mir jetzt sogar ein bisschen leid tut, weil es wieder richtig Spaß macht, weiß ich nicht, ob ich irgendwo einen adäquaten Grubber stehen habe. Kann ich euch nicht sagen. Sämaschinen, ein Häcksler. Ich muss gleich am Hof gucken, ob ich einen habe. Ah, ein bisschen aus der oben Perspektive. Nee, werden von unten sauber machen. Wie war das nochmal? Ah. Manchmal kennt ihr das? Man macht Sachen 4000 Mal und wenn man dann drüber nachdenkt, wie die Taste war, dann kriegt man das nicht hin. So automatisierte Zusammenhänge. So wie wenn man vor dem Bankautomaten steht und über sein, wie war denn nochmal meine PIN? Kriegst du im Leben nicht hin. Also wenn du lange eine PIN hast, fällt mir das extrem schwer. Also ich kriege es dann tatsächlich nicht mehr hin. Aber wenn man irgendwie überhaupt nicht drüber nachdenkt, einfach dahin geht in Gedanken, du denkst gerade an irgendwas anderes, wie viel Geld du gerade abheben möchtest oder deine Auszüge oder sonst irgendwas, dann geht das wie von Geisterhand, dass du die richtige PIN eingibst. Also das ist schon verrückt. So, liebe Leute, die Folge ist jetzt auch wahrscheinlich schon wieder lang genug, aber... Lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen da, ne? Das freue mich wirklich über jedes Däumchen, freue mich da sehr drüber. Und das zeigt, also gibt mir einfach Feedback, ne? Das wisst, dass YouTuber brauchen das irgendwie Feedback von den Leuten, das hilft ja auch dem Kanal und YouTube bewertet das dann besser, das brauche ich nicht erzählen. Also jeder von euch kennt diese Zusammenhänge. Däumchen, Interaktion, Kommentare, wichtig, ne? Das hilft mir. Und natürlich ein kleiner Aufruf an denjenigen, der immer den Daumen nach unten macht. Völlig in Ordnung, darfst du dein ganzes Leben lang machen. Ne? Der Freezy sagt immer, Hauptsache Interaktion. Er sagt noch mehr dazu, aber ich lasse das jetzt mal. Und
wenn du nicht einfach einen grundlegenden Hass gegen mich hegst, darfst du auch gerne mal reinschreiben, was da ist. Also warum du immer einen Daumen nach unten machst. Obwohl das eher wahrscheinlich irgendeine persönliche Geschichte ist. Da bin ich wahrscheinlich immer auf den Schlips getreten, irgendwann mal. Weil das, ich sag mal so, das ist oftmals, ist der Daumen schon so früh da, dass derjenige gar nicht die Folge gesehen haben kann. Also wenigstens nicht vollständig. Ist dann aber auch schon auch ein bisschen schade, ne? Also, das ist wirklich sehr oft, also zum einen hat er meinen Kanal abonniert, derjenige, und dann sofort wirklich einen Daumen nach unten. Das ist eine traurige Geschichte eigentlich, also das tut mir sogar ein bisschen leid, wenn da jemand ist, den das so, nicht so mit irgendwas geärgert hat. Sprich mich doch mal auch privat im Discord an. Also wenn ich dich wirklich so geärgert habe mit irgendwas, dann das möchte ich natürlich nicht, tut mir leid. Das kann man auch aus der Welt schaffen. Das ist irgendwie so blöd, wenn du dein, ja, möchte ich nicht sagen, dein Leben damit verbringst, aber immer wieder jeden Tag drauf guckst, wann kommt denn das Video oder darauf wartest und sobald das Video da ist, nichts mehr so zu tun, als in den Kanal zu gehen, einen Aufruf zu machen und den Daumen nach unten zu bringen. Das ist schon traurig. Achso, vielleicht mache ich den mal zu hier, ne? Obwohl, eigentlich, wenn der im Unterstand steht, ist es auch egal, kann ich ja auch bleiben. Naja, gut. Oh man, sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger die Dinge hier reinsetzen. Aber ich wollte Platz haben, dass da noch einer reingeht, ne? So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir nicht einen passenden Grubber. Obwohl, Grubber wäre der Xerion ja deutlich besser geeignet, ne? Mit einem Grubber zu fahren. Komm, dann stellen wir den Traktor mal eben hier hin. Sag mal, Leute, habe ich euch nicht gerade schon rausgeschickt und ihr hängt hier immer noch rum? So, jetzt aber mal husch husch ins Körbchen, ne? Macht was anderes. Geht mal nach draußen, genießt das Leben. Ich freue mich aber trotzdem sehr, dass ihr dabei wart bei der Zuckerrohrernte, dass wir zu, am Ende sind. Und wer von euch möchte, dass ich nochmal in meinem Leben Zuckerrohr mache, der spammt damit bitte die Kommentarliste voll. Und dann, aber auch nur dann, überlege ich, ob ich es nochmal mache. Ich überlege sogar vor dem Nein sagen. Nein, weiß ich, also im Moment bin ich tatsächlich mit Zuckerrohr durch. Das kann man schon ziemlich sicher sagen. Ja, liebe Leute, ne? Däumchen hoch, runter, wie auch immer, nicht vergessen. Und alles Gute, bye bye und ade.